Ja, liebe Freunde, und nach dieser vielversprechenden Intro-Sequenz heiße ich euch recht herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Sensio LP. Ich bin die Kotelett-Stanze und ich habe vor, mit euch in Space Ike hier ein paar schöne Kotelett zu stanzen. Hierfür werde ich mit euch nach und nach die erste Kampagne von diesem Spiel durchrödeln. Aber ich werde vorab mal ein bisschen was zu Space Ike erzählen. Was ist das überhaupt? Ein Space Hulk, das ist so eine Ansammlung von Raumschiffen, die irgendwie zusammengeknäuelt durchs Weltall treiben. Und diese Space Hulks, die sind dabei nicht unbewohnt. Da kriecht so alles Mögliche drauf rum. Irgendwelche komischen Orks und Tyranniden und Elder und weiß der Kuckuck, wie die alle heißen. So ganz böse, dunkle Kreaturen halt. Und wir schlüpfen in die Rolle von Terminatoren. Das sind so Elite-Krieger der Menschheit. Und die gehen an Bord dieser Space Hulks, um die dort lebenden Bewohner halt in Stücke zu schießen, damit die sich nicht irgendwie fallen lassen, wenn so ein Space Hulk mal zufällig an einer bewohnten Welt vorbeirödelt. Ja, wenn das nicht aufregend ist. So, und ich würde mal sagen, wir fangen hier einfach mal direkt an. Ich klicke hier oben auf Kampagne und wir werden, bevor wir hier mit dieser eigentlichen Kampagne starten, hier oben dieses an Bord der Sin of Damnation gehen anklicken. Hier unten steht, das ist empfohlen für neue Spieler, das ist genau richtig, da drücke ich mal drauf und das Ganze stellt hier so eine Art Tutorial dar, damit man lernt, mit diesem Spiel hier umzugehen und halt sich nicht doof anstellt. Doof anstellen kann man sich natürlich immer, ich hoffe, ich tue es nicht, mal gucken. So, hier unten Schwierigkeitsgrad wählen, leicht, einfacher Nahkampf gegen Symbionten, keine Ladehemmung bei Bultern, Errungenschaften können nicht freigeschaltet werden, normal wie das Brettspiel, schwer, maximal 4 Kommandopunkte, obligatorischer Space Marine Timer. Ich würde mal sagen, normal reicht für uns für den Anfang. Ich drücke hier mal auf Landekopf und wir gucken, was passiert. So, der liebe Onkel hier, der hat uns ja gerade schon erzählt, was wir machen sollen. Das Ganze kann man hier unten auch nochmal nachlesen. Wir sollen also unseren Trupp von Terminatoren auf die dafür vorgesehenen Felder platzieren. Das sind diese beiden hier. Wir sollen 7 Symbionten töten. Das sind unsere Alien-Gegner hier in diesem Spiel. Die können hier an diesen roten Punkten spawnen. Und mindestens ein Terminator muss überleben. Wir haben hier 2 Felder. Also werden wir 2 Terminatoren haben und einer von diesen beiden, der soll halt überleben. Ich drücke hier unten auf Auswählen und wir lassen das Ganze mal losgehen. Ladescreen, die mentale Kraft Vorahnung wandelt und da ist der Text auch schon weg. So, Tutorial Mission heißt natürlich auch Kästchen lesen. Ich werde das einfach mal machen, damit wir hier nichts verpassen. Die Mitglieder Ihres Trupps können in jeder beliebigen Reihenfolge eingesetzt werden. Wählen Sie einen Terminator aus der Liste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gekennzeichneten Einsatzfelder. So klicken Sie, sobald alle Einheiten platziert sind, auf Einsetzen, um die Mission zu beginnen. Beliebige Taste drücken. Ich drücke mal eine beliebige Taste. Und wie wir hier unten sehen, haben wir tatsächlich 2 Terminatoren zur Auswahl. Den Bruder Dino und den Bruder Goriel. Und die können wir jetzt hier auf diese Felder stellen. Mit WASD kann ich mich hier auch umsehen. Hier gibt es nicht besonders viel zu sehen. Und mit Q und E kann man das Ganze auch drehen, wenn man das irgendwie gerne aus einer anderen Perspektive betrachten möchte. Hier oben sehen wir einen Symbionten. Das sind unsere Feinde hier in diesem Spiel. Das sind ganz grässliche Nahkämpfer. Zum Spiel selbst sei gesagt, wir als Terminator sind eher so die Sturm- und Drang-Fraktion, die mit einer fetten Knarre und in so einer Konservenbüchse halt hier durch diese Gänge torkelt und halt im Fernkampf brilliert. Und die Symbionten, die sind halt dafür bekannt, dass sie unsere Leute einfach mal im Nahkampf in Stücke reißen können.
Nahkampf können wir mit unseren Terminatoren halt auch machen, sollte man aber so, ja, sofern möglich immer vermeiden, weil das meistens ein böses Ende nimmt. So, und ich beginne jetzt einfach mal hier mit unserem ersten Ziel. Und zwar sollen wir ja hier diese Terminatoren platzieren. Das mache ich ja einfach mal. Und dann drehe ich das Ganze mal, damit wir uns das schön angucken können. Und jetzt drücke ich hier unten auf Einsetzen und dann sollten unsere Terminatoren hier in diesen Gang teleportiert werden. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Hier sehen wir unsere beiden Murkel. Jetzt ist diese Kiste leider verschwunden, aber da ich das Tutorial schon mal gespielt habe, kann ich euch sagen, was hier stand. Und zwar, wenn wir auf einen Feind schießen möchten, dann können wir das hier unten tun mit unserem Sturmbolter. Das kostet einen Aktionspunkt. Insgesamt hat jeder Terminator von uns 4 Aktionspunkte zur Verfügung. Die können wir halt ausgeben, um zu schießen, um hier diverse Aktionen durchzuführen, die später sicherlich ja noch näher erklärt werden. Und natürlich, um uns zu bewegen. Ne? Hier ein Feld vor, ein Aktionspunkt. Ich möchte aber einfach, dass dieser Typ hier einfach mal diesen komischen Knilch hier hinten in Stücke schießt. Klick den einfach mal an. Ratatatatat. Und da haben wir schon unser erstes Kotelett produziert. Bewegung und Aktionspunkte. Wählen Sie Ihren Terminator aus, indem Sie ihn mit der linken Maustaste anklicken. Der ausgewählte Terminator kann sich zu jedem hervorgehobenen Feld bewegen. Die Zahl darin geben die benötigten Aktionspunkte an. Aktionspunkte werden für Aktionen wie Bewegen, Öffnen, Schließen von Türen, Schießen und Nahkampfangriffe verwendet. Vorwärtsbewegung kosten 1 AP, Rückwärtsbewegung kosten 2 AP. Jedem Terminator stehen pro Runde 4 AP zur Verfügung. Dazu sei gesagt, dass wir hier unten links im Bild noch so genannte Kommandopunkte sehen. Das sind Punkte, die wir zusätzlich zu diesen 4 Punkten ausgeben können, und zwar für jeden unserer Terminatoren. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen raus. Und ich möchte, dass dieser Terminator hier einfach mal so um die Ecke geht. So, ja, torkel mal los, mein Freund. Drehen. Schön, jetzt steht er hier und guckt hier den Gang runter. Was besonders witzig ist an diesem Spiel ist, dass man hier oben in der Ecke immer sehen kann, was der Terminator durch seine Helmkamera momentan sieht. Wenn ich den hier zum Beispiel anklicke, dann guckt er hier den Gang runter auf diese Tür da hinten, ne, wo hier dieser, wo unser Kotelett hier am Boden liegt. Und er hier sieht halt diesen Gang runter. So, ich möchte, dass du einfach mal hier so ein Stückchen hinterher gehst. Und dann drücke ich hier unten auf Zug beenden und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Terminatoren am Zug. Drehen. Wenn Sie Ihren Terminator drehen wollen, klicken Sie mit der linken Maustaste an und halten Sie die Taste gedrückt. Ziehen Sie dann in die Richtung, in die der Terminator blicken soll, und lassen Sie die Taste los. Beachten Sie, dass Drehen ein AP kostet. Sie können einen Drehbefehl abbrechen, indem Sie den Mauszeiger zur Mitte des Feldes bewegen. Lassen Sie die linke Maustaste los, sobald Sie ein rotes X sehen. Klicken Sie auf Zug beenden, wenn Sie fertig sind. So. Ich möchte, dass du da stehen bleibst. Den habe ich letztes Mal schon gedreht. Mit dem gehe ich einfach nochmal ein Feld vor, weil er so lustig wackelt beim Laufen. Und dann drücke ich mal auf Zug beenden. Feuer und Kampfbereitschaft. Ein Terminator mit einem Sturmbolter oder einer Sturmkanone kann 2 AP einsetzen, um in Feuerbereitschaft zu gehen. Feuerbereitschaft hält bis zur nächsten Runde an. Befindet sich ein Terminator in Feuerbereitschaft, feuert er auf alle Symbionten, die sich in sein Sichtfeld bewegen. Diese Angriffe erfolgen während des Symbiontenzugs und kosten keine AP. Ein Terminator kann auch in Kampfbereitschaft gehen. In diesem Zustand erhöht sich seine Chance, einen Nahkampf zu überleben. Davon werden wir ganz häufig Gebrauch machen und davon hoffentlich eher weniger. Wollen wir mal gucken, ob uns das gelingt. Ich werde also diesen Terminator, wie eben in dieser Box angekündigt, hier in die Feuerbereitschaft versetzen. Und diesen ebenfalls. Mein Plan ist es, dass er hier einfach diesen Gang runterfeuert und Symbionten tötet, die von hier kommen. Und er bleibt hier einfach stehen und schießt hier runter auf ja, die Symbionten, die hier so von links und rechts dann hier so um die Ecke kommen. Und was mit hier ist, das überlegen wir uns, wenn es soweit ist.
Erfassen von Xenos-Bewegungen. Symbionten und Blips. Der heimtückische Symbiont ist der Hauptfeind des Terminators. Er ist ein schrecklicher Feind, blitzschnell und in der Lage, die dicksten Rüstungen zu durchdringen. Die genaue Zahl der Symbionten in den Die genaue Zahl der Symbionten ist den Terminatoren nicht bekannt, was durch das Scannen von Blips dargestellt wird. Also die sieht man dann hier halt so als Hologramm. Die Anzahl neuer Blips, die in jeder Runde erscheinen, unterscheidet sich von Mission zu Mission. Ein Blip kann für 1 bis 3 Symbionten stehen. Nur dem Symbiontenspieler bzw. der KI ist die genaue Anzahl bekannt. Ah ja, hier sehen wir auch schon so eine kleine Anspielung auf den Multiplayer-Part. Man kann das Ganze nämlich auch im Koop oder gegeneinander spielen. Im Koop habe ich das mit einem Kumpel schon mal ausprobiert. Da hat jeder halt so einen Trupp Terminatoren und dann ist das halt wie rundenbasiert üblich so, dass erst der eine seine Bewegung macht und dann der andere. Man kann das Ganze aber auch so spielen, dass einer hier die bösen Symbionten spielt und der andere die Terminatoren. Und das gucken wir uns vielleicht später irgendwann mal an. So, Symbionten, Blips verfügen über 6 AP und zahlen 1 AP für jede Aktion. Blips können für 0 AP umgewandelt werden. Was das genau heißt, kann ich euch nicht sagen, finden wir vielleicht noch raus. Beliebige Taste drücken. So, diesen Typen hier, der hat beim Schießen leider seine Knarre hier irgendwie verklemmt. Das können wir hier unten sehen. Und um das Ganze wieder zu beheben, kann ich hier 1 AP ausgeben, damit er wieder freundlich losballern kann. Das machen wir auch mal direkt, sonst wird er hier gleich ein Stück gezagt. Und mit ihm hier wollen wir mal das Rückwärts üben gehen. Mal gucken, ob das geht. Jawohl, der torkelt rückwärts. Hier oben wackelt die Kamera. Ich möchte, dass er in Feuerbereitschaft geht und ich werde den Zug beenden. Den habe ich jetzt leider nicht in die Feuerbereitschaft versetzt. Das war mal ganz schön kacke. Na, mal gucken. Sie erhalten zu Beginn jeder Runde 1 bis 6 KP, Kommandopunkte. KP haben die gleiche Funktion, das habe ich euch vorhin schon erklärt. Ich drücke das hier einfach mal weg. Diese Kommandopunkte hier unten, die kann ich halt dafür benutzen, noch zusätzliche Aktionen zu machen, wenn die Kommandopunkte, hier die Aktionspunkte des Terminators halt leer sind. Jetzt habe ich hier so 2 Murkel vor mir, das finde ich irgendwie nicht so geil, deswegen werde ich jetzt einfach mit dem hier mal einen Schritt rückwärts gehen. Und wie ihr feststellen werdet, wird hier beim Rückwärtsgehen auch lustig losgeballert und den einen hat er auch gleich zu Met verarbeitet. Jetzt haben wir noch 2 AP über, Schießen kostet 1, also lassen wir einfach mal weiter knattern und der knattert den hier auch einfach mal schön auseinander. Hier, das fliegt in alle Richtungen, gefällt mir ganz gut. Jetzt hätte er nur noch 1 AP über, den ich nutze, um hier einfach mal wieder nach vorne zu wackeln. Und von unseren 6 Kommandopunkten werde ich einfach mal 2 ausgeben, um den in Feuerbereitschaft zu versetzen. Das habe ich letztes Mal vergessen, das war dämlich. So, er bleibt hier einfach stehen, Feuerbereitschaft, Zug beenden und gib ihm. So, jetzt sehen wir hier diese komischen Blips. Da keiner die gerade im Auge hat, weiß ich halt nicht, wie viele da sind, können 1 bis 3 sein. Aufdecken und Blips setzen. Wird ein Blip aufgedeckt, zeigt sich die wahre Anzahl der Symbionten, für die er steht. Ein Blip wird aufgedeckt, wenn der Symbiontenspieler oder die KI sich dazu entscheidet oder der Blip von einem Terminator gesehen wird. Sieht ein Terminator einen Blip, werden die Symbionten so weit wie möglich von dem Terminator platziert. Wenn ein Blip vom Symbiontenspieler oder der KI freiwillig aufgedeckt wird, können die entsprechenden Symbionten neben dem Blip platziert werden. Also, verstehe. Wenn wir also den Blip sehen, dann muss die KI diesen komischen Symbionten hier irgendwo weit weg platzieren. Und wenn die KI das aber irgendwie selber aufdeckt, dann ist das immer irgendwie da, wo der Blip auch gerade war. Den Rest habe ich jetzt leider wieder weggedrückt, wird nicht so wichtig gewesen sein. So, Einheitenauswahl und Bewegungsgeschwindigkeit. Du kannst eine Einheit entweder durch direktes Klicken auf das Spielfeld auswählen oder indem du auf das Einheitensymbol klickst. Alles klar. Also ich kann die entweder hier anklicken, klick, 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 oder halt hier unten. Habe ich verstanden. So, ich möchte, dass du dich jetzt mal umdrehst. So, den hat er schön zergrindet hier. Das war halt in diesem Fall nur einer. Ich sehe hier oben, 2 müssen wir noch. Das heißt, ich werde hier einfach mal einen Schritt zurückgehen mit ihm hier, weil 4 Punkte haben wir ja. 2 fürs Zurückgehen, 2 für die Feuerbereitschaft. Das sollte eigentlich aufgehen. Woher der nächste kommt, weiß ich nicht. Ich muss mal abzählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Symbiont, der wird also uns in dieser Runde nicht erreichen können. Von hier unten ist der Weg auch zu lang. Hier kann ich das gerade nicht abschätzen. Deswegen werde ich den einfach mal umdrehen.
Für zwei Kommandopunkte werde ich hier auch die Feuerbereitschaft auslösen, Zug beenden und dann wollen wir mal gucken. Aha, ratatatatat, wieder einer weniger, einer gut für unser Konto. Da haben wir auch den nächsten und das sollte es für diese Mission gewesen sein. 0 Symbionten sind übrig. Wir haben sogar mit 2 Terminatoren überlebt. Hier wird uns schon der Sieg angekündigt. Und ich würde sagen, für diese Folge lasse ich es erstmal dabei und sage, nächstes Mal sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Space Hulk. Dann werden wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Bis dann.